Freunde des geilen YouTube-Sports, grüße euch. Servus, euer Virus. Jawohl, ihr merkt ja bestimmt, dass im Moment Let's Plays noch laufen bei mir, aber man kann streamen mehr. Ja, ich muss aber dazu sagen, dass mir im Moment ja, so ein bisschen nicht danach war und nach ist. Aber es geht wieder in die Richtung, wo ich wieder ein bisschen mehr Bock habe, auf YouTube was zu machen. Ich brauche einfach mal so eine kleine Auszeit, genau wie die liebe Prue, die hat es ja auch in ihrem letzten Video angekündigt gehabt. Ja, weil es im Moment dann einfach wieder zu viel wurde, man macht zu viel und was hat man davon, ey, ja. Jetzt Leute, die bleiben dabei, die haben sonst kein anderes Hobby, keine Ahnung, wie das bei dem, wie das bei euch funktioniert, dass ihr da so gehypt werdet, ja, bei mir ist das nicht der Fall, ja, egal, warum das im Moment so ein bisschen, nicht ganz so aktiv bin, wie ihr das von mir eigentlich gewohnt seid, oder wart. Ja, ich habe ein paar Abonnenten verloren, aber was will ich machen? Das sind halt nur die Leute, die geil, geldgeil sind, die immer nur haben, haben, haben wollen, aber dann nichts zurückgeben. Ja. Da muss man halt drauf verzichten. Es gibt viele schwarze Schafe auf YouTube. Und warum das so ist, das aktuelle Lage mit dem scheiß Osiris oder mit dem scheiß Codemasters kackt Quatsch, da glaube ich nicht mehr dran. Ne? Denke aber, das Ding ist durch, da kommt sowieso nur noch Scheiße, warum? Das zieht einen so ein bisschen runter, weil man immer erfährt und was und wie und wo. Wenn ihr alles wissen würdet, was ich jetzt, was ich weiß und was mir erzählt worden ist, und davon glaube ich nun mal gar nichts mittlerweile mehr, weil nichts passiert ist, was das betrifft. Ja, bin ich jetzt wieder zum, ja, zum Amt und habe dann gesagt, hier, so, Eingliederungsvereinbarung und zum Amt und weil das hat aber jetzt hier mal gewesen, da war die noch drauf, dass sie sich melden, damit ich endlich wieder mal so. Ich fange jetzt mal mit einem 54-Job an, bevor ich wieder voll gehe, weil seit 1.9. angeblich für Codemasters, aber kein Cent springt bei rum. Ne? Man ist das Geld vom Amt und die machen sich auch schon Gedanken, was ist das hier für eine scheiße Laberei oder sowas. Wie gesagt, das habe ich nicht, das ist, kommt nicht aus meinem Sinne, es kommt aus jemand anderem Sinne. Von daher, kackt den mal an den Wagen. Und ja. Geplant ist für heute ein Stream mit der Prue heute Abend, Dead by Daylight. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr aber gerne reinschauen, vorbeischauen, wie auch immer. Und ja, ich will mal gucken, ob ich wieder auf meine 380 Abonnenten hochkomme. Mittlerweile sind es ja wieder 366. Ja, Leute, warum abonniert mir ihr mich erst und dann, ach, das ist, weißt du, ihr Scheißhaufen. Ja, das andere ist, es gibt Leute, die sehr charmant und mit denen kann man gut quatschen und reden. Aber mit denen gucke ich mir das Let's Play noch lange nicht an. Zu einem, das Let's Play liegt mir absolut gar nicht, ja, um halt mal Feedback abzugeben und so weiter, ne, warum sich der eine oder andere wünscht. Oder warum hört man vom Virus nicht auf meinem, ich wünschte gerne mal, dass der sich bei mir, deswegen habe ich ihn abonniert. Und wenn er das bald nicht macht, dann tue ich ihn entabonnieren. Sorry, du hast halt eine gewisse Sparte an dir, mag ich nicht, aber ich schreibe trotzdem mal meine Feedbacks drunter. Nicht zwar das Feedback, was du gerne hören möchtest, darauf werde ich auch nie gefragt, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das nur, ja, schönes Kommentar für deine Videos, ja, ich lasse nur schöne Kommentare für die Videos da und wenn ich schreibe, ich hoffe, du kommst mit dem Feedback klar, ist meine offen ehrliche Art und Weise. Somit weiß ich, dass das Kommentar, was ich dir schreibe, trotzdem öffentlich bleibt, du es trotzdem okay findest und damit ist beiden geholfen. Aber ich glaube, wenn man gleich beleidigt wird, muss man nicht sagen. Und im seltensten Fall, wenn ich mir das angucke, ich denke, Mann, wie beschissen ist das denn? Dann lasse ich einen Daumen da, lach, sag aber und schreibe gar nichts, geh wieder, wo ich mir dann drüber nachdenke. Schreibst du ihm vielleicht doch noch was, schreibst du nicht, da gucke ich eventuell später nochmal irgendwann nochmal in das Video rein und überlege dann, vielleicht den Daumen wegzunehmen, trotzdem Daumen für die Arbeit zu machen, aber eben Feedback dafür dazulassen, das und das kann er besser machen, das und das. So bin ich, das habe ich schon mal, mache ich zwischendurch öfters, also ich bin viel auf YouTube unterwegs und lasse Kommentare da und so, aber wenn ich bei Leuten sehe, die mir keinen Kommentar lassen, da lassen, da sind so einige, ja, das ist. Was soll ich dann? Was soll der Scheiß? Warum dann abonnieren, wenn da keine Kommentare kommen? Ich bin auch ein charmanter Kerl, man muss das erstmal kennenlernen. Man muss erstmal sagen, okay, komm, gucken wir uns mal ein bisschen mal den Virus seinen Style an. Ich bin halt mehr auf Ragen und so weiter. Ich bin halt so ein bisschen mehr der aggressive Typ. Aggressiv, ja. Immer ein neues Wort, weil es geht.
Ja, und im Moment habe ich dann halt so eine Frodo, hau ab. Der denkt, weil ich jetzt hier stehe, fressen, fressen, fressen. Ja, habe ich eine Pokémon im Moment, heißt Pokémon Go. Ich spiele wieder Pokémon Go, ja. Ein paar nette Pokémons und jetzt wieder so extra Sachen und so weiter. Werde auch heute den halben Tag wieder in der Stadt unterwegs sein, den Pokéstops abzuklappern hier in Schmallenberg. Da sind viele Pokéstops, man kann eine 8 laufen und kann immer wieder die Pokéstops absnacken. Geil. Da gibt es sogar eine WhatsApp-Gruppe hier, aus wo ich wohne. Und lustige Leute dabei, man trifft sich mal eben schnell zum Raid, haut das mal eben platt, total geil. Macht richtig Laune. Von daher, gönnt ihr. Und bei dem Wetter im Moment ist kein Regen gemeldet und so weiter. Warum soll ich den ganzen Tag in der Bude sitzen und für YouTube was machen? Bin ich doof, ist nur ein scheiß Hobby. Damit muss ich mich nicht abkämpfen. Auch wenn ihr 1000 Abonnenten habt, damit verdient ihr noch lange kein Geld mit. Somit. Ja, ansonsten, das war's mehr oder weniger so. Versuche auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr aktiver zu werden. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, war auch beim Friseur gewesen. Er nicht. Er hat dafür das dickste Fell. Ne, Frodo? So denn, also Leute, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was dargelassen, was im Moment, warum das so ist. Und wenn man zwischendurch merkt, es geht nichts mehr, dann braucht man echt mal ein Update. Man braucht es mal wieder, bevor gar nichts mehr geht, schaltet mal einfach mal zwei Gänge runter. Geht dann und guckt da meine Filme online an, die ich so nicht auf der Festplatte habe. Gönn dir. Und ja. Und zwischendurch mal ein bisschen Pokémon laufen, ein bisschen außen rum. Es gibt eine Person, der das gefällt nicht. Der säuft lieber gerne. Das ist ein richtiger Spritti geworden. Ich werde mit dem Alter ja auch nicht jünger, sondern eher älter. Und dass ich dann nicht mehr ganz so drauf stehe, scheint wohl irgendwo nicht das Verständnis aufzubringen zu können dafür. Naja, macht man nichts. Ja, im Moment wundert ihr euch, Formel 1, ja, ist jetzt das letzte Video rausgegangen. Ich warte halt auf meinen Kollegen, aber da kommt nicht in die Puschen. Sorry, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Ich glaube, nach Japan war das, glaube ich, USA müsste kommen eigentlich. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Und ja, sorry, dass ihr warten müsst, aber ist nicht meine Schuld. Somit würde ich sagen, ja, Frodo, genau, willst du auch nochmal was sagen? Hört, Digga? So, das war's dann. Frodo. Frodo und Virus, ne? Ciao mit V. Hallo Freunde des geilen YouTube Sports, grüßt euch euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Virus Visions. Ciao, BV.